Nach monatelangem Streit hat das russische Parlament die Einfuhr von abgebrannten Nuklearbrennstäben aus dem Ausland gebilligt. Für eine entsprechende Gesetzesänderung stimmte heute die große Mehrheit der Duma-Abgeordneten. Die Regierung erwartet sich von dem Geschäft Deviseneinnahmen in Höhe von rund 21 Milliarden Dollar. Der Gesetzesentwurf zur Lagerung von Atommüll ist bei Umweltschützern und Wissenschaftlern auf heftige Kritik gestoßen. Heute Morgen vor dem russischen Parlament in Moskau, eine kleine liberale Reformpartei hatte zu Protestaktionen gegen die Verabschiedung des Atommüllgesetzes aufgerufen. Lieber aktiv als radioaktiv, steht da. Das ist ein Abenteuer, was die da vorhaben. Die wissen selbst nicht, was sie uns da aufbürden. Sehen Sie sich an, wie alt die sind. Das ist nicht ihr Problem, sondern das unserer Generation. Wir haben Kinder und Enkel, deshalb bin ich gekommen, um dagegen zu stimmen. Ich will, dass unsere Gegenstimmen wahrgenommen werden. Geplant war die Abstimmung eigentlich erst morgen, doch sie wurde überraschend auf heute vorgezogen, wohl um größere Protestaktionen zu verhindern. Drinnen hat die Mehrheit der Abgeordneten wohl die vielen Milliarden Dollar verlockt, die sie sich durch die Verabschiedung des Gesetzes versprechen und die Abnahme von westlichem Atommüll Russland bringen soll. Die sogenannte Präsidentenpartei Einheit, die Rechtskonservativen und Teile der Kommunisten verabschiedeten das Gesetz mit großer Mehrheit. Für besondere Sorgfalt im Umgang mit Atommüll war Russland bislang nicht bekannt. Auch deshalb ist der heutige Tag ein Sieg der Atomlobby, nicht nur der russischen, sondern der internationalen. Denn 2.500 Tonnen Atommüll, wenn nicht gar mehr, aus aller Welt dürfen nun nach Russland verbracht werden, wenn jetzt auch noch die obere Kammer des Parlaments und der russische Präsident zustimmen. Doch daran hat heute hier niemand. Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich die Europäische Union auf Regeln für grenzüberschreitende Firmenübernahmen verständigt. Mit dem Gesetz sollen Kleinaktionäre und Beschäftigte bei feindlichen Übernahmen von Unternehmen besser geschützt werden. Der Vorstand einer angegriffenen Firma wird nach dem Kompromiss zur Neutralität verpflichtet. Dagegen wollte die Bundesregierung den Vorständen zusätzliche Mittel zur Gegenwehr einräumen. Sie will jetzt erst einmal über ihr weiteres Vorgehen beraten. Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf will als Konsequenz aus der Mietaffäre aus dem Gästehaus der Regierung ausziehen. Der CDU-Politiker werde mit seiner Frau nach Radebeul bei Dresden ziehen, teilte die Staatskanzlei mit. Unterdessen wurden neue Vorwürfe gegen Biedenkopf laut. So nutzte er nach Informationen des Magazins Stern wiederholt kostenlos Flugzeuge eines befreundeten Bauunternehmers für Dienstreisen. Die Staatskanzlei bestätigte die Flüge heute. Mit einem Dokumentationszentrum wird seit heute in Schwerin an die Opfer deutscher Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts erinnert. Zur Eröffnung wies Bundespräsident Rau auf die Bedeutung der Menschenwürde hin. Nazi-Diktatur und SED-Regime seien zwar nicht vergleichbar, doch hätten beide Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen unterdrückt. Ausstellungsort ist das ehemalige Untersuchungsgefängnis der Stasi. In der NS-Zeit war es von der Gestapo und nach dem Krieg von der sowjetischen Besatzungsmacht als Haftanstalt genutzt worden.